Einen wunderbaren 7. Oktober. Ich bin wieder zurück. Wir sind wieder zurück. Waren ein paar Tage eingeladen auf einer wunderbaren Insel in Griechenland, uns verwöhnen zu lassen. Und das haben wir auch getan. Es war auch in Griechenland ganz besonders. Und diese Geschichte möchte ich noch erzählen. Wir sind von Wien nach Athen geflogen, dann sofort in einen großen Bus, sind dann 2,5 Stunden circa zu einer Insel gebracht worden. Also Boot, dann auf die Insel und ich schaute so zur linken Seite, saß neben Markus und sagte: Hä, warum ist Zeus hier? Zeus stand mit seinem weißen Gewand, so mit einer verschränkten Handhaltung da, hatte eine Lorbeerkrone und eine, ich glaube auch Lorbeer, weiß ich nicht genau, irgendwas in den Händen und ich sagte zu ihm: Warum bist du da? Und sagte er: Das ist mein Reich. Und sagte ich: Kannst du mich ein wenig beschützen in diesen Tagen? Und sagt er: Ich beschütze alle, die mich darum bitten. Dann fragte ich: Kannst du bitte auch meinen Mann beschützen? Dann sagte er: Der soll lieber schön selber fragen. Und genau dieses ist das Geistige, was ich so liebe. Egal wo ich bin, kann ich sofort den Kontakt aufnehmen, ohne ihn zu suchen. Und diese Energie Zeus ist auf dieser Insel spürbar. Oder beziehungsweise in Griechenland. Ich kann es jetzt eher nur von der Insel erzählen. Überall spürte ich diese unglaubliche, zurückversetzte Energie. Es war wie wenn ich noch einmal in einer Energie des Wohlstandes hineingebracht wurde. Und das habe ich dann auch abholen dürfen, abholen für uns. Denn immer wieder hieß es: Margit, vergiss eins es nicht, du bist unsere Dolmetscherin. Wir brauchen deine Anwesenheit, wir brauchen auch dein Glücklichsein. Und hier in diesem Oktober geht es darum, wir lösen die Ängste der Menschen. Und meine Aufgabe ist in diesem Monat, Ängste löschen dürfen. Okay, noch einmal, Ängste löschen dürfen. Und das ist das erste Video dazu. Und somit alles frei Haus, wisst ihr ganz genau. Es gibt ein paar Dinge, die werden in den Mitgliederbereich gestellt. Ihr wisst, bei der Homepage, das kann ich nicht anders. Also schaut diese Tage ruhig mal in den Mitgliederbereich. Dort kommen neue Aufmerksamkeiten. Erst so wahrscheinlich donnerstark. Schaut dann einfach nochmal rein. Hier aber diese Angstlöschung. Ich muss dich aber bitten, und das ist ganz wichtig, ich werde es am Schluss dieses Videos machen, dass du, wenn du dieses jetzt anhörst, dich hinlegst. Sie sagen, du kannst natürlich sitzen, aber besser wäre zu liegen. Es geht nicht lange, aber wenn du liegst, lässt du mehr, sie sagen, dieser submagnetischer Strom zu. Es ist wie man etwas von deinem Körper wegzieht. Es ist wie wenn dir etwas genommen wird und es ist besser, du liegst, als zum Beispiel zu stehen. Wenn du stehst, dann wird der Körper beginnen zu schützen und er kann es nicht annehmen, weil er hilft, dass du nicht den Boden verlierst. Also, es geht darum, dass wir nun Angst neu botschaftlich aufnehmen, um es loszulassen. Wir haben so viele, unendlich viele Themen. Was macht zum Beispiel Ukraine-Russland? Sie sagen, lasst die Mächte streiten, aber misch dich nicht ein. Du kannst hier in diesem Jetzt dazu nur eines tun, strahle Energie, strahle, was das Zeug hält. Schau, dass du jeden Tag glücklich bist. Schau, dass du deine Energie behältst. Bereichern, annehmen, erhöhen wird dann von selbst geschehen. Ich gebe dir jetzt als erstes eine Übung. Habe ich gerade gestern meinem Sohn weitergegeben. Und für mich war es so faszinierend, wie die Übung einfach ist. Es heißt, mach jeden Tag die universellen Chakra-Türen über dir auf. Das heißt, hier beginnt es. Eine Tür, zwei Türen, drei Türen, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Also von dieser Schulter zu dieser Schulter. Und jede Chakra-Türe, sie sagen, die 12 sind die wichtigsten Bestand-Chakra-Türen, die du brauchst. Die erste Türe sagt, schau, ob sie offen ist. Du bist hier. Du bist hier anwesend, bist immer im Flow, bedeutet, lässt zu, was dir gegeben wird. Ich mache jetzt einen Schnelldurchlauf, sonst wird das Video zu lang. Die zweite Türe sagt, lebst du Beziehung? Bist du Beziehung? Dritte Türe sagt, alles, was ist für dich
Beweis genug, es annehmen zu wollen. Vierte Türe sagt Stärke, Energie, Macht, Gelassenheit. Immer schauen, sind deine Türen offen, und sonst schubse die Türe auf. Reicht schon. Fünfte Türe, bist du ganz allein in deiner eigenen Aura Energie? Hier darf keiner dir nehmen, was dir gehört. Ist die Türe offen? Und sonst einfach aufmachen. In diesem Moment wird schon korrigiert. Sechste Türe. Hier darf keiner nehmen, was dir gehört. An körperlicher Stärke, an Eigensinn, an Temperament, an lustig sein, an fröhlich sein und so weiter. Sechste Türe. Einfach schauen, ist sie offen. Siebte Türe. Nennt sich das die Blow-Simulation. Immer im Fluss des Lebens sein. Einfach aufmachen. Genau. Fließt. Schau, ob sie offen ist. Und sonst anschubsen, öffnen. Wir gehen in die achte Chakra-Türe. Höchsten Gefühle, höchste, wie sagen Sie, Emulsion. Dieses Fließen, dieses Gewebe freimachen. Schau, ob sie offen ist. Achte Chakra-Türe. Du bist nie alleine. Du bist immer in Bewegung. Du bist der Fluss des Lebens. Kann sein, dass ich jetzt eine Tür zweimal gesagt habe, macht aber nichts. Neunte Türe. Fühle dich in der ewigen Verbindung mit allem Leben. Fühle dich in der ewigen Verbindung mit allem Leben. Schau, dass diese Tür offen ist. 10. Ewiges Versprechen. Ich beschütze dich. Ewiges Versprechen. 11. Höre nie auf, an Engel zu glauben. Höre nie auf, an Engel zu glauben. Sie sind dein Beschützer. Engel ist ein sehr großartiger Begriff. Hier ist unendliche Weite, unendliches Fassungsvermögen drinnen. Höre nie auf, an Engel zu glauben. 12. Universelle Existenz, universelle Blow-Simulation. Ewiger Seinszustand. Gott, lass diese Türe ja immer offen. Und nun sage ich dir und mir, wir versprechen uns täglich, hier zu öffnen. 1 bis 12. Mach dieses jeden Tag, ganz kurz, geh von hier bis hier. 12 Türen. Schau, dass jede Türe offen ist. Wenn eine zu war und du machst sie auf, bewegt was. Bewegt sich etwas. Bewegst du dich. Also, Putin, Ukraine, Machtspiel. Lass dich nicht beeinflussen. Geh weg aus diesen, sie sagen, Mistnachrichten. Die bringen dich nicht weiter. Die halten dich zurück. Strahle. Einzig das ist deine Signatur. Wenn du strahlst, veränderst du deine Welt. Und deine Welt ist gekoppelt mit des anderen Welten. Du beherrschst dich, indem du beginnst, dich klar zu öffnen. Jeden Tag öffne dich, verbinde dich mit der geistigen Welt. Bitte um den Schutz des Tages. Nimm deine Kinder zu deinem Herzen und glaube an die Richtigkeit, an das Versprechen, an die Wichtigkeit, dich glücklich machen zu sollen. Was hier alles nun an zum Beispiel Blackout, was hier alles noch an Gerümpel hervorkommt, was alles mit Stagnation, Elektrizität, Magnetband zu tun hat, erfahren wir Wort um Wort. Aber hier heute geht es zuerst mal darum, ich habe eine neue Energie bekommen. Und ich nenne dieses, würde es nennen, Ben 2. Ben kennt ihr ja alle. Ben habe ich ganz oft weitergeben dürfen. Und jetzt kommt ein Zuwachs an Energie. Und dieses, habt ihr heute vielleicht schon auf meiner Homepage gelesen, ist ein unglaubliches Angebot, was ich weitergeben darf. Genauso meine Salbe, die dich vorbereitet auf das Neujahr, wo dir die Ängste nimmt, wo dich eintauchen lässt. Schau auf meine Homepage, da kannst du alles nachlesen. Und nun gehen wir so weit, dass wir sagen, wir setzen dich nun in die richtige Liga. Für dieses machst du vielleicht zuerst das Video aus und erst wenn du liegst, machst du es wieder ein. Hier übernimmst du die Eigenverantwortung, das heißt, wenn du stehen bleibst, deine Geschichte, ich habe es dir empfohlen. Entweder sitzt du, besser noch es liegen. Ich gebe dir nun noch einmal die Zeit, dass du dich wieder abholen kannst. Es beginnt nun die erste Angst, Löschung mit Ben. Sei gegrüßt, Margit, sei gegrüßt, der Mensch, der vor mir ist. Wir fabrizieren hier Löschungen auf der höchsten Ebene. Ich bin eine Sturmsimulation, der Sturm, der wegfegt.
Ich benetze nun deine Augenbrauen, deine Nase, dein Hals. Warum tue ich dieses? Weil hier ganz oft die Kritik, die Abwehr, die Eigenkritik, die Angst sitzt. Brauen, Nase, Hals habe ich berührt. Ich bin kosmopolitischer Ton, verbinde mich nun mit dir. Es ist mir angenehm, mit dir zu arbeiten, weil du dich darauf vorbereitest. Über Medium Margit verbreite ich dir nun die Reinigung und aktiviere nun für dich die Angstlöschung. Ich gebe dir nun kosmopolitisch die Hand. In ewiger Reinigung fließt es nun von oben nach unten, von rechts nach links, von vorne nach hinten und umgekehrt. Für dich beginnt nun Angstsimulation, Angstlöschung, Angst niedrig schwingender Energien nehme ich nun aus deinem Gewebe. Frei sämtlicher Angstblockaden. Und während wir dich ein wenig unterhalten, spricht Ben die Angstlöschung. Ängste sind ein Widerstand der Macht. Ängste hemmt. Ängste sind Widerstand, in dem du dich nicht traust, weiter zu bewegen. Ich gebe dir nun über das Medium die Korrektur. Die Korrektur schwingt schon in dir, bewegt schon in dir. Ich lege nun zum Zeichen der Anerkennung meiner und deiner die Hand, meine geistige, kosmopolitische Hand, auf deinen Bauch. Solarzentrum wird gefiltert. Ängste, die du dubiose Art aufgenommen hast, warum auch immer. Freu dich des Ankommens, freu dich der Schwingung, freu dich dem, was sich nun übersetzen lässt. Du bekommst nun die erste Aufgabe, denn ohne Aufgabe kein Vertrag. Du wirst heute zum ersten Mal mit Freund Angst Kontakt aufnehmen. Ich bitte nun Freund Angst zu dir. Und ich kopple ihn nun mit dir. Und erst genau um 19 Uhr dieses Abends, wann immer du dieses Video hörst, wird wieder entkoppelt. Freund Angst nimmt den Kontakt zu dir nun auf, um dich neu zu begegnen. Du merkst, warum du kontrollieren wolltest. Du merkst, warum du dubioser Art niedrig schwingen wolltest. Freu dich der Anwesenheit, die nun geschieht. Freu dich dem, was koppelbar die Angstschwingung niedriger Energien freisetzt. Heute ab 19 Uhr, wann immer du dieses Video schaust, entkopple ich dich wieder mit Freund Angst. In dieser Zeit wirst du lernen, Freude schwingen zu lassen, Freude miteifern zu wollen. Und Freund Angst werden wir nun als täglichen Begleiter in dein Leben anziehen, bis du Freundschaft schließt und niedrig schwingende Ängste loslässt. Vertrau exakt jetzt. 3, 2, 1, 0. Ich nehme nun die Hand von deinem Brauen, von deiner Nase, von deinem Hals. Entkopple die Signatur kosmopolitischer Ton. Habe aber die Freundschaft Angst neben dich gestellt. Heute um 19 Uhr, egal wenn du dieses Video anschaust, wird wieder entkoppelt. Freue dich der Stärke, die du erkennen wirst. Freude mit Ben. So noch dieses Jahr 2022, wo Vorbereitung alles ist. Für alle, die jetzt spüren, was sich vielleicht in Wärme zeigt, wo sich Spontanheilung einstellen kann, das ist Ben. Kosmopolitischer Ton. Neue Energie, Kraft voraus. Freu dich der Stärke, die eintritt. Für jetzt reicht's. Danke dem ersten Video, wo du teilgenommen hast. Viele werden noch folgen. Alles andere liest du auf der Homepage. Danke dem Vertrauen an mich, Ben, durch dieses Medium an dich weitergegeben. Du merkst eine neue Energie, eine neue Anwesenheit von Ben, Ben 2. Wir bleiben aber beim Wort Ben. Und wir bekommen ganz viel, viel Lust und Freude, mit ihm zu arbeiten.
Ich merke jetzt schon, was es in mir tut. Und ich habe die Übung nicht mal richtig mitgemacht. Aber ich werde sie natürlich noch machen. Und was du alles erleben darfst, ich würde sagen, wir beginnen ein neues Leben zusammen. Das war das, was ich heute für dich auf die Reihe bringen durfte. Viel Freude und Spaß erwartet uns also auch im Monat Oktober. Und wir lernen zusammen nichts anderes als Freude und Spaß, Gelassenheit und uns strahlen zu lassen, zu begegnen. Danke für dieses wertvolle Video, das ich dir weitergeben durfte. Danke.